realisiert sie, dass viel zu enges Kleid, Megans Outfit sorgt für Verwunderung. Gewagt, aber stilsicher gekleidet zeigt sich Meghan Markle normalerweise bei öffentlichen Auftritten. Nicht so bei ihrem Besuch in einem Pflegeheim. Sichtlich gut gelaunt besuchte Herzogin Meghan Markle das Pflegeheim der Royal Variety Charity im Südwesten Londons. Grund zumindest zum Schmunzeln bei ihrem Anblick dürften auch die Bewohner des Heims gehabt haben. Denn die Herzogin zeigte sich in einem viel zu engen Blümchenkleid, in dem die schwangere Meghan aussah wie eine Presswurst. Ein echter Fashion-Fauxpas, der sonst so stilsicheren Lady eigentlich nicht unterläuft. Royale Fans wundern sich, wurde sie da reingestopft? Doch nicht nur die Größe des Kleides irritiert die Fans, auch das Kleid an sich. Realisiert sie, dass es Weihnachten ist und nicht Juni? Ein Pulli und Wollrock wären angebrachter. Sie bricht mit Traditionen, setzt sich für das Tierwohl ein und zeigt gerne auch einmal viel Haut oder schwarz lackierte Nägel. Meghan Markle interpretiert ihre Rolle als Herzogin modern und so, wie sie es für richtig hält. Kein Wunder, dass so etwas im Königshaus nicht so gut ankommt. Immer wieder macht sie neue Schlagzeilen. Immer wieder sorgt sie für Aufregung. Angeblich soll sie ihrem Mann, Prinz Harry, die traditionelle Fasanenjagd aus Tierschutzgründen untersagen. Ein Royal Insider dementiert nun jedoch die Gerüchte zur Fasanenjagd. Allerdings nennt er aber auch keine neuen Informationen, warum Harry der traditionellen Jagd fernbleibt. Prinz Harry bläst royale Tradition ab, steckt Herzogin Meghan dahinter? London, in den vergangenen Wochen war aus dem königlichen Palast kaum Gutes zu hören. Angeblich herrscht bei den Royals Streit, Missgunst und Neid. Gerade bei den anfangs als Fabulous Four auf Deutsch, fabelhaften Vier, gefeierten Jungroyals, Prinz William, 36, Herzogin Kate, 36, Prinz Harry und Herzogin Meghan, gibt es angeblich Knatsch. Nun will die britische Klatschpresse erfahren haben, dass Prinz Harry auf eine britische Tradition an Weihnachten verzichtet. Prinz Harry will demnach nicht auf die Fasanenjagd am 26. Dezember gehen. Den blutigen Spaß habe, wie der britische Mirror berichtet, Meghan Markle ein Ende bereitet. Die Herzogin von Sussex, 37, gilt als besonders tierlieb und weigere sich demnach sogar Pelz zu tragen. Aus Respekt vor seiner schwangeren Frau bleibt Prinz Harry am zweiten Weihnachtsfeiertag nun der Jagdgesellschaft fern, heißt es. Meghan Markle, entfremdet sich Prinz Harry von der königlichen Familie? Bislang habe Prinz Harry diese Fasanenjagd geliebt.
Der 34-Jährige gilt zudem als besonders guter Schütze. Nun legt er das Schrotgewehr aus der Hand. Für seinen Bruder Prinz William stößt dieser Entschluss wohl auf Unverständnis. Insider glauben zu wissen, dass für William das Fernbleiben nur ein weiteres Beispiel dafür sei. Wie sein jüngerer Bruder, sich getrieben von seiner Frau, immer weiter von der königlichen Familie entfernen würde. In diesem Jahr wäre nämlich neben Prinz Charles, 70, auch der älteste Sohn von Prinz William und Herzogin Kate, Prinz George, 5, dabei, um bei dem Spektakel zuzusehen. Allerdings haben sich Prinz Harry und Herzogin Meghan entschieden, Weihnachten bei der Queen zu verbringen. Traditionell feiert Königin Elisabeth II. 92, auf ihrem Landsitz in Sandringham in Norfolk. Auch Prinz William und Herzogin Kate werden erwartet. Meghan Markle werden fiese Dinge nachgesagt. Laut einem Gerücht soll sie angeblich sogar die Queen gegen sich aufgebracht haben. Prinz Harry, 34, und Herzogin Meghan, 37, gelten als das royale Traumpaar. Die Nachricht, dass die beiden schon im Januar aus dem Kensington Palast in London ausziehen, heizte die Gerüchteküche an. Seitdem kehrt keine Ruhe bei der königlichen Familie ein. Dabei war ihre royale Hochzeit im Mai wohl das Event des Jahres. Nach der Babynews brach in Australien ein regelrechter Hype um Meghan aus.